So, ihr habt sicherlich gemerkt, wir sind im Moment gerade dabei, so die Lieblings-Werder-Hits zu spielen aus allen Epochen, die es so gibt. Und da ist im letzten Sommer einer dazugekommen, man muss sagen, auf sehr überraschende Art und Weise. Es gab eine Aktion im Programm von Bremen 4, die hieß Arni sucht den Werder-Hit. Viele Hits wurden eingeschickt, viele Songs. Manche waren gut, manche waren schlecht und manche waren brillant. Und zu denen gehört einer, der sich wirklich unter euch auch zum Überraschungshit gemausert hat, eine Band, die die wenigsten von uns vorher kannten und deren Werder-Song wir aber inzwischen alle ins Herz geschlossen haben. Und heute sind sie zum ersten Mal hier im Stadion. Aufgeregt ein bisschen, aber sie werden für euch einen Song spielen, den ihr alle mögt. Ich würde euch erstmal bitten um einen Einstiegsapplaus für Afterburner. Aus Ostdeutsch-Scharmeck, ich gebe jetzt mal MCT auf den Sänger. Das kam schon sehr überraschend für euch, dass der Song jetzt hier so läuft, oder? Ja, natürlich. Also gegen Barstow zu spielen, das ist... Ich meine auch, dass der Song sich hier im Stadion so zum Geheimhit entwickelt hat. Ganz wunderbar. Ich habe es letztes Mal gegen VfB zum ersten Mal gehört aus der Kurve raus. Und ja, das ist ein schönes Gefühl. Okay, die Band hat euch eine Freude gemacht mit dem Song. Jetzt macht jeder Band eine Freude und singt laut mit. Hier sind Afterburner mit. Wir sind Werder Bremen. Bremen fließt ein steter Strom vorbei am Weser. Hier sind wir zu Haus, hier geht's uns gut. Wenn Werder zaubert, siegt und lacht, ja, Werder ist die Fußballmacht. Im Norden und im Rest der Republik. Der Meister von der Welt.
Hat Spaß gemacht, Jalf. Dankeschön. Vielen Dank, Leute. Dürfen wir wiederkommen? Okay, machen wir. Weiter am Programm.